Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück aus Berlin. Yay! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Ich bin gesund wieder gelandet. Ihr wisst ja, dass ich in Berlin war zur Berlinale. Ich wurde eingeladen von L'Oréal Paris, worüber ich mich super doll gefreut habe. Wir waren auf dem roten Teppich und es gibt so viele tolle Neuigkeiten. Wir haben wahnsinnig viel erlebt und ihr hattet euch gewünscht, dass ich euch mitnehme zu diesem Ausflug. Das habe ich getan, aber es wird ein etwas anderes Event-Video von mir. Ich nehme euch ja immer mit, wenn ich irgendwo eingeladen werde, weil es euch ganz doll interessiert und das mache ich auch wahnsinnig gerne, einfach auch für mich, dass ich das Ganze dann noch so als Erinnerung habe, wobei das alles in meinem Kopf gespeichert ist, weil es doch meist wahnsinnig schöne Eindrücke sind. Aber ich habe euch heute mal anders mitgenommen. Also anders. Ich setze mich jetzt da vorne an meinen Esstisch und ja, dann starten wir dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr mit dabei bleibt und los geht's. Und da bin ich. Ich hoffe, das geht jetzt vom Licht her. Nicht, dass ich diese komischen Teile hier von der Jalousie in meinem Gesicht habe. Also sorry fürs Licht. Ich gebe jetzt mein Bestes. Wir starten mit dem Montag. Am Montag bin ich nach Berlin geflogen und zwar schon sehr, sehr früh. Am Morgen um 5 sind wir hier los. Mein Mann hat mich nach Frankfurt gefahren zum Flughafen und es wird jetzt an dieser Stelle keine fancy Bilder aus dem Flugzeugfenster geben und keine Aufnahmen, denn ihr wisst ja, dass ich nicht so gern fliege. Also ich bin immer total froh, wenn ich das Ganze heil überstehe. Ich führe mich im Flugzeug nicht auf oder jammer rum oder so, sondern ich bleibe einfach nur ganz ruhig sitzen und ja, red mir selbst Mut zu. Also gut, in Berlin angekommen, hat auch schon meine liebste Lieblingssteffi auf mich gewartet, worüber ich mich total gefreut habe. Und dann ging es auch schon mit dem Taxi ab zur ersten Location, die richtig cool vorbereitet war für uns. Einfach, ja, Berlin, ne? Natürlich, da gibt es nur coole Locations. Also es war auf jeden Fall alles ganz, ganz toll vorbereitet. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Andere Blogger waren auch schon da. Die ganzen Produkte waren schon aufgebaut. Und es war wirklich ganz, ganz toll. Und ich würde sagen, an dieser Stelle blende ich euch jetzt mal eine meiner liebsten Sequenzen ein, zusammen mit Aaron. Den habe ich mir dann gleich geschnappt. Das ist der Haarstylist von L'Oréal und ich mag den super gerne. Also ich mag den voll gut leiden, den Aaron. Mit dem kann man wirklich Pferde stehlen und ich zeige euch jetzt mal, ja, wie ich mir den Aaron gekrallt habe. Licht geben. Obwohl, deine Kamera sieht jetzt gut aus. Ja, weil die so hübsch ist. Ich habe heute mein Foodlooker-Outfit. Haben die mir gesponsert. Ach, verkaufst du Schuhe? Genau, ich verkaufe auch Schuhe. Also wenn jemand Schuhe braucht, wieder Haare kann ich auch machen oder Schuhe kaufen. Teppiche auch. Ja, Gold, Diamanten. Aaron. Ich handle auch mit Männern, Gott, die Teppiche brauchen. Also der Aaron ist der Hairstylist von L'Oréal und ich liebe ihn. Hoffentlich hört das jetzt nicht mein Mann. Nein, der Aaron hat gesagt, ich soll mir die Haare schneiden lassen, ja? Habe ich dann auch wirklich gemacht. Ich habe es schon öfters gesagt, aber sie hat ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Ja, ich habe nicht auf Aaron gehört. Und wenn mir jemand die Haare kurz schneidet, dann... Aaron! Aaron, überlegst du dir, wird das was für uns? Ja, das könnte was werden. Das war ja vorher so lang, wie lang war das? So bis hier hin? Ja, ja. Ja, jetzt sind wir schon hier. In Lübeck. Ja. Naja, egal. Jedenfalls, ja. Hey, ja, jetzt werden noch meine Augen kurz geschminkt. Genau. Aber ich wollte noch kurz den Aaron in meinem Video haben, weil ich den Aaron so feier. Ja. Oh, das ist süß. Okay, jetzt tschüss. Tschüss, bis später. War genug, Aaron. Es reicht jetzt. Im Anschluss wurde ich dann geschminkt von einer ganz, ganz lieben Make-up-Artistin. Und die war super sympathisch, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die hat uns dann geschminkt eben für den roten Teppich. Ich wollte Kontaktlinsen tragen an dem Abend und deshalb hat sie mir ein besonderes Armu gezaubert. Ich habe mich wirklich sehr wohl bei ihr gefühlt und mit ihr. Und dann ging es auch schon los. Eine Präsentation gab es mit den verschiedenen Neuigkeiten. Und zwar gibt es Neuigkeiten im Bereich Haare, im Bereich dekorative Kosmetik und im Bereich Pflege. Also bei der Pflege bin ich so, so gespannt. Ich kann es kaum
kaum abwarten, dass die Sachen in die Drogerie kommen. Und zwar besonders für die Fältchen und Anti-Aging und so weiter. Also ich bin super doll gespannt. Ansonsten dekorative Kosmetik gibt es auch viele tolle Neuigkeiten. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ich habe jetzt hier auch schon ein paar Produkte, die ich schon eine ganze Weile teste. Und zwar sind es verschiedene Primer. Und zwar einmal, einer, der soll euch besonders matt halten. Dieser hier, dann habe ich einen Illuminating Primer. Und diesen hier verwende ich jetzt schon die ganze Zeit. Und zwar ist es eben ein besonderer Primer für die Poren. Dann habe ich jetzt hier auch noch getestet zwei Concealer. Und zwar sehen die so aus. Das sind 24-Stunden-Concealer, also eine Pomade. Ich finde das Ganze ein bisschen zu cremig. Also mir rutscht es so ein bisschen hin und her. Ich bin da noch am Testen, werde euch dann aber auch noch ordentlich darüber berichten, sagen wir es mal so. Und dann habe ich jetzt hier noch zwei Blushes, eben verschiedene Farben. Und dann ganz besonders interessant fand ich auch eine neue Art von Foundation. Und zwar sind es auch so Sticks, die es in verschiedenen Farben geben wird, beziehungsweise Foundation Contouring. Also die habe ich jetzt noch nicht da, ich werde die auf jeden Fall auch testen, werde mir die erstmal in der Drogerie besorgen und dann werde ich euch darüber noch meine ehrliche Meinung sagen, wie immer. Und dann gibt es auch verschiedene Haarstyling-Produkte, die mich sehr angesprochen haben. Es wird sehr bunt und sehr, sehr spannend. Es gibt Produkte, zum Beispiel wenn ihr euch die Haare zu einem Messy-Dutt macht, oder eine messy Bun eben, oder die Haare ja zu einem Zopf flechten wollt. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder eben für die Haare, wenn ihr sie glätten möchtet. Also da bin ich auch sehr gespannt, wenn die Produkte dann in der Drogerie sein werden. Also das sind so ganz große Aufsteller. Ich denke, wir werden sie nicht übersehen und da freue ich mich wirklich schon riesig drauf. Ja, dann ging es auch schon weiter. Der Arcadius, der war auch wieder mit am Start. Und zwar haben wir Jeansjacken dekorieren dürfen, so nach unserem Style. Und das hat so viel Spaß gemacht. Also es macht immer super viel Spaß mit dem Arcadius. Der lässt sich immer ganz viele tolle Sachen einfallen. Und ich zeige euch mal die Jacke, die ich gemacht habe. Ich habe mir diese Teile hier aufgeklebt, diese Steinchen. Und ich finde, es sieht irgendwie ja, voll schön aus. Auch hier hinten mit dem Paris, ne? L'Oreal Paris eben. Und hier vorne habe ich mir dann noch sowas drauf gemacht, ja. Genau, also das hat viel Spaß gemacht. Hier die Knöpfe habe ich noch ein bisschen dekoriert. Und ansonsten, ich wollte für den Abend auf jeden Fall Kontaktlinsen tragen. Das mache ich immer so, wenn ich auf Events eingeladen bin. Das ist einfach schöner wegen den Bildern. Vor allen Dingen, wenn man jetzt vom Kalten dann ins Warme geht, ne, dann beschlägt auch keine Brille. So auf die Art, oh Leute, wo seid ihr? Ne, das passiert mir nämlich hier total oft. Oder hier zum Beispiel, wenn ich koche und das Wasser so aufkocht, ne, und die Brille dann beschlägt. Das ist so nervig. Deshalb trage ich ja wahnsinnig gerne Kontaktlinsen. Aber das wisst ihr ja auch, das habe ich euch schon erzählt, habe ich euch auch schon gezeigt. Und da hatten eben ganz, ganz viele gefragt, ob ich nicht mal genauer zeigen könnte, wie ich die Kontaktlinsen einsetze und wie das funktioniert. Ich glaube, dass da doch einige noch so ein bisschen Angst haben. Also als ich Kontaktlinsen bekommen habe, war ich 16, da habe ich gerade meinen Rollerführerschein gemacht. Und da dachte ich auch erst so, ist bestimmt total schwierig, aber es ist so einfach, wirklich, es ist so einfach. Ich habe euch das jetzt heute Morgen hier mal abgefilmt bei uns im Bad, denn in Berlin war keiner da, der das hätte filmen können. Also es ist super, super doll wichtig, dass ihr euch ganz gründlich die Hände erstmal wascht. Und dann müsst ihr euch die Hände mit einem fuselfreien Handtuch abtrocknen, also richtig schön abtrocknen. Ich mache das dann vorne immer nochmal an den Fingerspitzen. Und dann nehme ich die Packung der Kontaktlinsen. Ich habe welche von Linsenplatz, das hatte ich euch auch schon erzählt. Und habe da auch schon ganz oft bestellt. Die haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Tageslinsen, 14-Tageslinsen, Monatslinsen. Ich habe zum Beispiel Monatslinsen hier. Und dann schüttle ich erstmal die kleine Verpackung, mache das dann auf. Da ist dann auch nochmal eine Flüssigkeit und gehe dann quasi mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger so rein. Nehme mir die Kontaktlinse und setze sie vorne auf meinen Zeigefinger. Da müsst ihr dann erstmal schauen, so mache ich das dann immer. Ich schaue dann, ob die Kontaktlinse richtig rum ist. Wenn die sich so nach außen wölbt, dann ist sie falsch. Dann müsst ihr sie umdrehen. Aber das ist meist nicht so, wenn ihr sie einfach so rausnehmt und dann ja, hier drauf habt. Aber wie gesagt, ihr könnt einen Test machen. Dreht sie einfach so mit dem Finger, dreht ihr das so ein bisschen gegen das Licht und dann seht ihr, ob die Kontaktlinse richtig sitzt. Und dann nehme ich meine linke Hand und nehme mir mein Augenlid so nach oben und dann setze ich die Kontaktlinse ein.
Und dann mit dem linken Auge mache ich es ja, genauso. Also es ist total einfach. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass ihr eure Hände ganz, ganz gründlich wascht. Und dann beim Rausnehmen natürlich dasselbe Spiel. Ich habe so einen kleinen Behälter, da kommen die Kontaktlinsen dann immer rein, wenn ich sie nicht mehr trage. Ich kann euch gerne die Kontaktlinsen, die ich trage, also die Marke unten in der Infobox verlinken, beziehungsweise Linsenplatz. Ich habe dazu auch einen Rabattcode bekommen, da habe ich mich total gefreut. Da könnt ihr nämlich Geld sparen, da könnt ihr unten auch gerne mal in der Infobox vorbeischauen. Wir sind dann abgeholt worden vom Shuttle und dann ging es auch schon ab ins Hotel. Wir waren im Titanic Hotel und es war so schön, dieser Moment, wenn du die Tür aufmachst und dein Hotelzimmer betrittst. Ja, es ist halt immer was ganz Besonderes für mich. Es war super edel, alles ganz schön vorbereitet. Für uns auf dem Bett waren verschiedene Produkte, und zwar für die Haare eine neue Serie von L'Vital und im Bad war eine Serie von Botanicals für die Haare in dieser Lavendelrichtung. Da war auch ein Lavendelsträußchen, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut und ansonsten hatte ich noch eine Kette da liegen und zwar ist diese hier, die ich auch trage, da ist so ein kleiner Lippenstiftanhänger noch dran, da habe ich mich wahnsinnig gefreut und in so einem kleinen Kosmetiktäschchen war noch eine Mascara bzw. ein Lippenstift in dieser Berlinale Version. Packaging, der absolute Wahnsinn, der Lippenstift, der war rot, eben passend für den roten Teppich, also auch über diese Produkte habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich konnte mich dann nicht entscheiden, was ich denn tragen werde. Also ich hatte zwei verschiedene Sachen dabei und auf Instagram war es total süß. Da haben mir dann alle geschrieben, ich soll doch bitte das Kleid anziehen, für das ich mich ja eigentlich auch entschieden hatte. Und ich habe es jetzt mal hier. Es ist halt super, super edel. Und ich bin auch tatsächlich sehr froh, dass ich mich dann dafür entschieden habe. Ich hatte ja noch eine Lederjacke von Max Machina. Die wurde mir netterweise zur Verfügung gestellt, eben für den roten Teppich. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, hatte meine silbernen Schuhe an und jetzt ja, zeige ich euch, wie eben mein Outfit aussah, beziehungsweise mein Make-up dazu. Wir wurden dann danach in den Pop-Up-Store gefahren von L'Oréal und da waren wirklich alle Produkte als Paradies. Wir haben uns da umgeschaut, es gab Popcorn und wir konnten Bilder machen und uns halt die Produkte anschauen. Also das war auch richtig schön. Wir durften uns dann drei Produkte aussuchen, jeder von uns. Und da kann man sich natürlich überhaupt nicht entscheiden. Ich habe mich dann letztendlich für meine liebste Mascara entschieden, meine X-Fiber Mascara. Und die hat aber eine neue Formulierung. Da bin ich schon sehr gespannt, ob mir die genauso gut gefällt. Und dann habe ich mir noch zwei Lippenstifte ausgesucht. Einen Balmain, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, ne? Und noch einen anderen, den ich aber hier zu Hause schon habe. Das habe ich dann auch gemerkt. Und deshalb wird der dann an euch gehen. Der neue natürlich. Und ja, wir sind dann noch so ein bisschen rumgelaufen, haben uns noch umgeschaut. Und danach ging es dann zum Essen in ein ganz, ganz tolles Restaurant. Also es war wirklich sehr schön, auch sehr schön eingerichtet. Und ich habe mich nur ein bisschen gewundert. Es gab nämlich nur ein vegetarisches Gericht auf der Karte. Natürlich wäre ich satt geworden, ne? Ich hätte auch nur Salat essen können, überhaupt keine Frage. Aber das hat mich so ein bisschen gewundert für die Art des Restaurants einfach. Aber ja, ich bin dann trotzdem natürlich satt geworden. Es gab verschiedene Vorspeisen erst, die aber mehr auf Fleisch und Fisch ausgerichtet waren. Also es gab zwei Spieße mit zwei so Tofu-Stücken jeweils. Die hat mir dann freundlicherweise meine Kollegin überlassen, damit ich wenigstens ein bisschen was als Vorspeise habe. Und Salat habe ich dann gegessen und ganz, ganz leckere Nudeln gab es dann. Und Nachtisch, der war so lecker. Ich habe dann schon zur Steffi gesagt, Steffi, wir rollen uns wahrscheinlich über den roten Teppich. Also wir waren wirklich pappsatt und es war super edel und ganz entspannt für uns. Es war dann 21 Uhr und dann ging es auch schon ab, ja, in die Limousinen zum roten Teppich. Und das ist natürlich eine wahnsinnig, ja, aufregende Situation. Mir ist kurz vorher auf dem Weg zur Limousine was richtig Krasses ins Auge geflogen. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Gott sei Dank hatte ich meine Brille dabei. Das war echt total blöd. Ich habe dann ganz schnell meine Kontaktlinsen noch raus, als wir noch im Restaurant waren. Ich bin nochmal schnell zurückgerannt. Und dann hatte ich eben meine Brille auf, aber als es dann meinem Auge besser ging, habe ich dann wieder meine Kontaktlinsen reingemacht, weil wir wollten ja noch schöne Bilder eben machen. Und jetzt geht's auf den roten Teppich. Ja, wir haben lecker gegessen. Das ist
die Steffi. Leider ist es etwas dunkel. Da ist die Tina. Hallo. Es ist leider echt voll dunkel. Aber gleich seht ihr uns. Auf dem roten Teppich. Hoffentlich. Wenn ich es schaffe, die Kamera rauszuholen. Und wir so viel Zeit haben. Also die 10 Sekunden versuche ich zu nutzen. Jedenfalls ging es dann los auf den roten Teppich. Und das ist halt immer so voll die Prozedur, weil das natürlich alles getimed ist. Und wir sitzen dann da und warten und sind aufgeregt. Und es ist aber dann tatsächlich auch wirklich ein sehr, sehr emotionaler Moment, der nur ganz kurz anhält. Die Sequenzen blende ich euch jetzt mal ein. Und da sind wir! Weiter geht's! Schaut mal da hinten. Wie sieht das hier aus? Wir laufen jetzt rein und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe schon gehört, welchen Film wir schauen werden. Bin gespannt, ob er mir gefällt. Es geht ums Fliegen. Und ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe zu fliegen. Also gut, da vorne sind noch ein paar Fotografen. So sieht das jetzt aus. Und jetzt gehen wir mal rein. Ja, und dann ging es auch schon hoch. Wir waren dann erst noch ganz kurz in so einer Lounge, durften da noch was trinken und dann sind wir zu der Filmaufführung. Der Film, der hieß 7 Days in Entebbe und der Mario Brühl, einer der Hauptdarsteller, der saß genau vor uns. Daniel Brühl. Rosamund Pike. Mit dem Regisseur, also das war schon sehr aufregend, aber der Film an sich, der hat mich schon sehr bewegt und zwar ist der auf einer wahren Begebenheit quasi gedreht worden, abgefilmt worden, also die Geschichte ist halt nochmal verfilmt worden, sagen wir es mal so, und 1976 wurde ein Flugzeug entführt und es ging jetzt nicht primär um diese Flugzeugentführung, sondern es war halt eine politische Sache. Aber mich hat der Film so ergriffen, das hat mich so mitgenommen. Da waren eben kleine Kinder und so weiter. Und wenn die Politiker nicht auf die Forderungen der Terroristen eingehen, wollten sie halt die Kinder umbringen. Und das war halt für mich so schlimm, das alles so zu sehen und zu wissen, dass das halt alles passiert ist. Und deshalb bin ich dann rausgegangen. Also ich habe das nicht ausgehalten. Wahrscheinlich bin ich da eine große Memme, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dann kurz vorm Schluss noch mal rein, so 5 Minuten vor Schluss und dann wurden noch mal alle auf die Bühne gebeten, also alle Darsteller und das hat mich dann noch mal sehr ergriffen, weil der Pilot, der damals tatsächlich dabei war, der war an dem Abend da und er ist mit auf die Bühne und oh Gott, das war so schlimm, das war so schlimm. Ja, aber an sich war das wirklich ein gut gemachter Film, nur bin ich für sowas halt zu memmenhaft, vor allen Dingen, wenn es halt um Kinder geht. Ja gut, also das war's vom Film. Wir sind dann ins Hotel gefahren worden und waren dann nochmal in der Bar bis nachts 2 Uhr. Und am nächsten Tag sind wir nochmal ans Brandenburger Tor, die Steffi und ich. Und das war natürlich auch richtig schön. Guten Morgen. Oh mein Gott, meine Stimme ist weg. Ich habe 4 Stunden geschlafen. Yay. Und da hinten in der Lobby, da sitzt Heike Mackert. Ich freue mich voll. Hey. Das war es jetzt also von der Berlinale, vom Roten Teppich. Meine Erzählung, mein Erlebnis, was ich da eben sehen durfte. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu euch. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar gibt es in diesem Video eine Verlosung. Dieses Teilchen hier wurde mir 2-mal geschickt. Und das sind die 9 Produkte eben enthalten von Elvital. Und ich möchte natürlich mit euch teilen und deshalb geht es an euch. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch mal unten in die Infobox, da könnt ihr mal reingucken. Also es ist richtig cool, hier so ein Metermaß, da kann man dann die Haarlänge nachmessen, ne, wie lang sie gewachsen sind. Und hier sind dann eben die ganzen Produkte enthalten. Und dann packe ich euch noch diesen Lippenstift dazu, den ich eben versehentlich doppelt ausgesucht habe. Die 303 ist das. Genau, und ansonsten wollte ich euch noch ganz kurz sagen, weil mich da jetzt auch nochmal viele gefragt hatten, zu meinem Kleid bzw. zum Schmuck, den ich an dem Abend getragen habe. Das Kleid habe ich euch ja schon gezeigt. Dieses hier, das ist so schwer. Mit diesen ganzen Perlen, das ist halt super elegant. Das habe ich bei ASOS gekauft. Das kann ich euch gerne mal unten in der Infobox noch dazu verlinken. Ich verlinke euch eh alles jetzt, damit ihr da nicht lang suchen müsst.
Und meinen Schmuck, den zeige ich euch auch noch ganz kurz, den ich eben an dem Abend getragen habe. Und zwar diesen wunderschönen Armreif hier von Leonardo. Dann hatte ich meine Kette an von MeinPunkt. Die nennt sich, glaube ich, Konfetti. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich sage immer Plättchenkette. Das ist aber natürlich falsch. Die hat schon einen ordentlichen Namen. Also die Kette von MeinPunkt. Und dann habe ich dieses wunderschöne Armkettchen hier noch von MeinPunkt getragen. Die Ohrringe von MeinPunkt. Und dann hatte ich noch diese wunderschönen Ringe hier von Leonardo an. Alles in Silber gehalten, natürlich, passend zum Kleid. Und meine Uhr von Thomas Sabo, die hat mir mein Mann schon vor einer halben Ewigkeit geschenkt und ich trage sie nach wie vor wahnsinnig gerne. Alle Produkte, wie gesagt, unten in der Infobox zu MeinPunkt und Leonardo habe ich auch noch einen Rabattcode für euch, da könnt ihr Geld sparen. Ich hoffe, ihr freut euch und ich schreibe euch alle Produkte, die ich eben anhatte, nochmal unten rein, damit ihr nicht so lange suchen müsst. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Es war mal ein bisschen ein anderes Event-Video, zu dem ich euch mitgenommen habe. Ich wollte es einfach mal anders machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!